Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Heute hatten wir eine sehr spannende Debatte im Deutschen Bundestag. Es ging um das Personenbeförderungsgesetz bzw. um die aktuelle Novelle dazu. Das Personenbeförderungsgesetz ist mehr oder weniger das Rahmengerüst, also das Grundgesetz zum ganzen Thema der kommerziellen Personenbeförderung in unserem Land. Und da gibt es jetzt einen Entwurf der Regierungskoalition, der auch im Bundesrat abgestimmt ist und der hat einige Neuregelung, insbesondere das Thema Vermittlungsdienste, also Mietwagen mit Fahrern, ist dort gerade eben leider nicht reguliert. Heute ist der Stand, dass wenn Sie einen Uber, haben Sie vielleicht der eine oder andere hat sich gewundert, warum gibt es bei uns keinen Uber? Das ist ganz einfach. In Deutschland gibt es die Regelung, wenn Sie auf dem Land beispielsweise einen Uber bestellen wollen, dann muss der einen festen Standort haben und dieser feste Standort führt dazu, dass er dann auch an diesen Standort wieder zurück muss. Das heißt, er darf, wenn er eine Strecke fährt, muss er zurück leer fahren. Das heißt, Sie zahlen im Grunde genommen die doppelte Distanz. Wer sich also fragt, warum Taxis und Mietwagen mit Fahrer auf dem Land so unglaublich teuer sind, das ist ein Grund. Im Übrigen zahlen Sie auch heute schon 19% Mehrwertsteuer auf Taxifahrten, die länger als 50 Kilometer sind. Und wer ein oder andere Mal zum Flughafen fährt, fragt sich vielleicht, warum wartet das Taxi dann nicht an dem Flughafen, wenn es mich abgeliefert hat? In Berlin muss das Taxi zurückfahren nach Berlin. Diese Rückkehrpflicht an den Standort. Und diese Regelungen, die sind natürlich alle kompletter Unsinn. Niemand braucht eine solche Regelung. Das sind mehr oder weniger Abschottungsregulierungen, um dem ein oder anderen Unternehmen hier in diesem Land fairere oder Abschottungsbedingungen zu schaffen, eine gewisse Subvention. Zu Lasten der Bürger in diesem Land. Weil Personenbeförderung wird durch diese Maßnahmen teurer. Wir müssen eins feststellen: Wir können den Fortschritt nicht aufhalten. Natürlich gibt es Vermittlungsdienste. Das bedingt das Internet, das mobile Internet im Besonderen. Und diese Vermittlungsdienstleister sind zu vielen Bedingungen einfach günstiger als das etablierte Taxigewerbe. Was wir wollen, ist aber, dass auch diese Vermittlungsdienstleister Sozialstandards einhalten müssen. Und wenn diese Sozialstandards eingehalten werden, das heißt Mindestlohn, das heißt Versicherungspflicht und gleichzeitig die Dienstleistung, die sie anbieten, das Auto entsprechende Qualität hat, der Fahrer mit einem vernünftig in Deutsch kommunizieren kann, das ist etwas, was wir erstmalig gefordert haben, die Qualifikation eines Gutachtens, eines Sprachniveaus B1 Deutsch soll ein solcher Fahrer zukünftig erfüllen, soll zum Personenbeförderungsschein dazugehören. Das sind die Dinge, die wir gefordert haben. Und wir wollen diesen individuellen Mietwagenverkehr, das heißt auch das Taxi, wollen wir gleichstellen mit dem ÖPNV. 7% Mehrwertsteuer. Es darf da keine Unterschiede geben für Sie als Verbraucher, der dort am Ende ein Auto bestellt, gegebenenfalls auf dem Land. Und dann haben wir hier, wie es so schön heißt, faire, einheitliche Bedingungen, Marktbedingungen. Und zu den Bedingungen sehen wir dann, für was Sie sich entscheiden und was schlussendlich in diesem Land eine tragfähige Lösung ist. Das sind die Forderungen, die wir gestellt haben. Und da war Folgendes interessant. Die FDP, die diesen kompletten Markt liberalisieren will, hatte das mit der Mehrwertsteuer offensichtlich vergessen, dass die unterschiedliche Mehrwertsteuersätze haben. Und wissen Sie was? Die FDP hat unsere Forderung, die wir in der Debatte gebracht haben, bei dem zweiten Redner, das war der Herr Luksic, der verkehrspolitische Sprecher, hat unsere Forderung noch in der Debatte übernommen und zu ihrer Forderung gemacht. AfD wirkt. Übrigens, kleine Ergänzung noch zum Schluss der Debatte. Da hat der Herr Özdemir geredet für die Grünen und hat alles pathetisch groß angekündigt. Und das haben Sie an dem Bildschirm vielleicht nicht gesehen. Als es dann an die Abstimmung ging, da musste dann die Präsidentin, das war zufällig die Frau Claudia Roth zu dem Zeitpunkt, die Bundestagssitzung geleitet hat, die musste Herrn Özdemir erinnern, dass die Abstimmungen ja noch gar nicht durch sind und er sich bitte wieder an seinen Platz begeben soll. Das heißt, der Herr Özdemir, der hat zwar eine große Rede geschwungen, der ist aber vor den Abstimmungen, auch vor seinen eigenen zum Teil noch gestellten Anträgen abgestimmt wurden, hat er das Plenum wieder verlassen. Wahrscheinlich, um schnell nach Bad Urach zu kommen.
Die S-Bahn braucht da ja, wie wir alle wissen, etwas länger. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.